Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Break Story. Ich hatte die Möglichkeit, auf dem Scareback Fan Weekend mit dabei zu sein. Es ist eine der wichtigsten Lego-Ausstellungen, aber auch eine der coolsten, habe ich mir zumindest sagen lassen. Deshalb musste ich dieses Jahr dort unbedingt hin und ich habe es mich natürlich nicht lumpen lassen. Und nachts bzw. morgens, als die Halle leer gewesen ist, habe ich eigentlich habe ich alle Mocs einmal abgefilmt und für euch kommentiert. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir haben wirklich sehr coole Bautechnik mit dabei. Wir haben Sachen im Dunkeln mit dabei und ich freue mich einfach jetzt wie ein Schnitzel, das mit euch zu teilen. Los geht es. So, und hier haben wir dann eine große Modularanlage. Da könnt ihr auch sehen, wer das alles hier gebaut hat. Geht's erstmal hier vorne los mit einem kleinen Eisenbahntrack, der dann ganz bis dort hinten weiterführt. Da gehen wir jetzt einfach einmal gemeinsam durch. Schöne Bautechnik hier für das Gleisbett, damit es auch überall gleismäßig drunter ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn da Kurven sind, dann trifft man immer nicht genau die Noppe, wenn man da ein Gleisbett drunter baut. Ja, seht ihr auch bei Bob Brickman, dann ist es manchmal nicht ganz gleichmäßig. Schöne Häuser haben wir dann hier noch in der Zeile stehen. Das sieht auch wirklich cool aus. Das sind einfach diese Mauersteine. Dann haben wir hier nochmal so ein etwas golden angehauchtes Haus, ein Pub, wo die Leute da am Trinken sind. So wie dann hier. Schaut euch mal die Treppe an. Das geht dann so leicht. Die Wand rundet sich dann so leicht ab hier um die Ecke. So wie dann hier auch noch eine Stud-Not-on-Top-Technik-Straße. Ihr könnt ja dann sehen, da wurden die dann zusammengelegt mit den Tiles und dort hinten dann noch eine Grünfläche. Da gehen wir einfach beim Rückweg nochmal vorbei, denn wir müssen uns gleich auch noch diesen Bahnhof von der anderen Seite ansehen. Erstmal haben wir hier vorne wieder die Straße, die ist auch sehr schön gebaut mit dem Zebrastreifen vorne dran und dann halt den Eingang. Das ist ein echter Bahnhof, den es auch wirklich so gibt. Odense-Benegard, bin natürlich kein Fachkundiger der Sprache, aber für mich sieht das Mock sehr, sehr cool aus. Also diese Form von dem Dach, was da oben drauf ist. Und es ist natürlich ein riesiges Gebäude, kann man nicht anders sagen. Ich habe mir auch die andere Seite schon angesehen, das wird auch noch ganz cool. Dann haben wir hier die nächste Stadt. Moduverse ist das hier wohl, also ein Zusammenschluss aus mehreren Bauern. Da haben wir dann, ja, ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel teilweise von dem Assembly Square übernommen. Und da hinten nochmal weitere Gebäude, noch das Ganze mal erweitert. Hier haben wir einen Feuerwehreinsatz, das sieht auch ganz cool aus. Einfach hier quasi den Dachstuhl nur noch gebaut und den Rest, der dann da gerade abbrennt. So wie hier daneben das andere Haus, was gebaut wird. Die Bauarbeiter juckt das einfach nicht, dass es da jetzt komplett abbrennt. Hier haben wir, wow, das sieht cool aus mit diesem schwarz-roten Übergang hier. Fabrik oder sowas oder ein besonderer Store. Da haben wir hier einen kleinen Fluss, der da noch durchgeht. So wie dann auch noch den Rest von dem Assembly Square, den wir vorhin schon gesehen haben. Hier auch noch eine Art, ja, verlassenes Geisterhaus. Da stehen noch ein paar Zombies davor. Und auf der anderen Seite dann großer Eingang hier mit rotem Teppich. Ja, schön, schön. Und hier auch nochmal eine große, breite Straße, wo dann auch, ja, 8 breite Fahrzeuge sollten da eigentlich auch noch Platz haben. Ach, schaut euch mal an. Das ist natürlich smart hier einfach. Die Teile jetzt in schwarz genommen, dass es quasi gerade geteert wird. Da könnt ihr sehen, das ist die Teermaschine. Ach nee, das ist die Teermaschine und das ist eine Walze. Das ist ja sau cool. Und dann hier halt quasi einfach nur noch die Noppen drunter. Das ist richtig cool. Das muss ich mal Bob vorschlagen, dass er auch sowas in der Art baut. Wir haben da hinten ja nochmal weitere Straßenmodule und hier geht es dann weiter. Da seht ihr den anderen Rundkreis, damit der Zug halt auch über die Strecke dort hinten wieder zurückkommen kann. Ich bin euch noch einen Blick auf den Bahnhof schuldig, wie versprochen. Hier wird dann gerade auch noch was an der Straße gebaut, die wird gerade aufgerissen. Dort haben wir den Hulk, der das Gebäude da hochläuft. Wir haben den großen Kran, mit dem die Bauarbeiter dann da auf der großen Baustelle ein neues Haus bauen. Gucken wir uns das mal an. Das ist halt alles jetzt hier umzäunt. Den Zaun, das könnt ihr tatsächlich auch relativ leicht selbst bauen. Das ist einfach eine Platte senkrecht in die Erde gesteckt quasi. Hier bin ich dann noch gespannt, was da noch hinkommt. Ihr seht grün, Sand und dann da hinten auch noch Schnee, alles in einer Ecke. Und hier sehen wir dann noch die andere Seite hier, so eine, wahrscheinlich ist es der Krankenwagen in Dänemark oder es sieht auch aus wie so ein Taxiunternehmen. Das lasse ich jetzt mal offen. Wir haben hier nochmal einmal die Feuerwehr mit auch noch einem Straßenübergang hier. Das sind einfach diese
Iron Bar Teile in Grau. Diese Huckel, die gibt es tatsächlich häufig in Dänemark, damit man halt nicht so schnell fährt. Und dann halt hier die verschiedenen Feuerwehrwegen, die da noch herauskommen, sowie, aha, ich weiß nicht, entweder sind das Türstopper oder das ist die erste Generation an Teiletrennern, die es hier gegeben hat. Eine kleine Tankstelle haben wir hier noch. Nochmal ein paar weitere Gebäude, die Bank, auch dann überall mit diesen Gittern vor den Gläsern quasi. Hier die, ja gut, das ist jetzt die Polizeistation. Netto, da sind wir dran vorbeigefahren. Das ist tatsächlich ein Supermarkt in Dänemark. Ja, da wird wohl gerade wohl noch gebaut. Hier haben wir so eine kleine Parklandschaft noch mit so einem 2x4 Stein noch drin. Wir haben hier vorne den großen Volvo nochmal mit dabei. Das ist kein Set, soweit ich weiß. Ich glaube, in der Größe gab es noch kein Volvo. Und hier mein Porsche. Ach, die haben meinen Porsche ja auch noch dargestellt. Das finde ich aber nett hier. Das ist die Rückseite von dem Bahnhof. Und vor allem, wenn ich jetzt gleich in die Knie gehe, wird das eine sehr, sehr, sehr coole Ansicht sein hier. Ich guck mal, was das hier, wie das hier aussieht unten auf dem Bahnsteig. Sieht das nicht cool aus mit den ganzen Figuren, die da noch sind? Ein paar Prints haben wir dort auch noch neu und extra für dieses Mock angefertigt. Und dann hier unten auch noch die Technik mit dem Bahnsteig, dass es ein bisschen erhöht ist. So wie dann natürlich auch noch der Zug, der hier drüben fährt. Das haben wir gestern schon uns unterhalten. Das ist tatsächlich ein Power Functions Zug. Der fährt nicht mit den 9 Volt Schienen, die hier verbaut sind. Hier könnt ihr auch nochmal dann sehen, den Übergang zwischen 9 Volt und dann hier hinten den Plastikschienen. Ich muss ehrlich sagen, wenn die 9 Volt Schienen so eingebaut sind, sehen die schon wesentlich besser aus als die Plastikschienen. Aber gut, da ist Metall drin, die sind natürlich auch ein bisschen teurer. Und dann haben wir hier halt auf der anderen Seite noch diese kleine Parklandschaft, wo dann sich der Fluss nochmal durchzieht. Auch nicht schlecht. Weiter geht es hier auf der anderen Seite mit noch einer weiteren Stadt und ein paar riesigen Hochhäusern. Das ist sogar eine schwarze Decke im Hintergrund aufgestellt worden, damit man da nicht hinter durchgucken kann. Und hier seht ihr dann, die Hochhäuser sind tatsächlich offen. Da könnt ihr jetzt sehen, das ist so eine Art ein Jago-Gebäude, würde ich mal sagen. Alles so angehaucht und oben auch noch ein Restaurant, sowie so ein Kampfclub obendrauf. Hier noch mehr einen Jago in den einzelnen Zimmern drin. Plus dann auch noch den roten Eiffelturm von Billund, schätze ich mal, dass es sein soll. Und hier haben wir dann nochmal verschiedene Räume drin und warum nicht, oben einfach mal eine große Achterbahn drauf geballert. Tokyo Towers steht da dann drauf. Hier unten haben wir die Ninjago Cities. Einmal die ältere ein bisschen gekürzt und hier die Docks auch noch mal ein bisschen modifiziert. Der Raum fährt dann auch noch hier so eine Monorail. Wir haben hier eine Brücke, die dann dort rüber fährt. Wurde wohl auch gerade geteert, weil es gerade schwarz ist. Ich schätze mal, dass man dass dieses Teil theoretisch bestimmt auch noch hier drüben ranpasst. Da könnt ihr sehen, es sieht dann auch noch eine kleine Eisenbahn. Hier zwei Tankwaggons und richtig, richtig cool. Da seht ihr es, die Eisenbahn fährt hier quasi über die Straße dort hinten in die Fabrik rein. Das sieht irgendwie so cool aus. Das Ding ist, als Minifigur ist es wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, wenn hier keine Bahnübergänge sind, sondern der Zug einfach so rüberballert ohne Ampel oder sowas. Aber gut aussehen tut es trotzdem und ihr könnt da hinten sehen, die Fabrik überall alles in diesem weiß-rot-grünen gehalten, also quasi den Oktanfarben, wie ihr oben auch sehen könnt. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich dieses Mock sehr, sehr gerne, wie es hier jetzt ausgestellt ist. Plus hier oben auch noch so einen riesigen Turm drauf mit dem, mit hier Lord Business aus The Lego Movie. Da hinten, die Box gucken wir uns gleich von der anderen Seite an. Hier vorne haben wir dann noch einmal die Monorailbahn, die jetzt hier nochmal im Kreis fährt. Und verschiedene Space Sets ausgestellt. Ich weiß nicht, wie viele 100 Euro das hier sind, was hier an Wert ausgestellt wird. Ich schätze mal, dass die Monorail-Bahn gleich auch noch durch die Gegend fährt. Also wenn man das hier so auf den Messen sieht, braucht man dazu dringend ein Update. Und hier, der Bauer hat tatsächlich auch schon an einigen Messen teilgenommen, so wie es aussieht. Hier haben wir dann nochmal verschiedene Mocks in Realität. Zum Beispiel hier so ein Smartphone quasi. Wir haben so ein Locher auch noch mit dabei. Da kann man dran drehen und dann geht das weg. Das hatte ich damals auch. Irgendwie so magnetisch funktioniert das. Plus dann verschiedene Autos hier hinten auch nochmal. Mini haben wir nochmal mit am Start. Und ich glaube, das ist von Joachim Klang. Der hat diese Bücher hier auch geschrieben. Und so ein Star Wars Trench Mock
hat er auch noch Trench Run Mock hat er auch noch gebaut. Das kann sich dann sogar motorisieren und dann bewegt sich halt der X-Wing nach rechts und nach links. Hier haben wir nochmal verschiedene Mocks von Jonas Kram. Den habe ich tatsächlich gestern auch getroffen. Das war sehr cool. Der hat hier halt verschiedene Zimmer gebaut. Wenn man so ein bisschen von unten filmt, dann sieht man das schon besser. Mock von so einem Lego-Zimmer hier dann halt. Ein Bad haben wir hier auch noch. Wir haben hier noch eine Küche. Da haben wir noch ein Schiff. Dann haben wir hier so ein großes Hogwarts aus dem Treppenturm halt. Kann man hinten an dem Hebel drehen und dann bewegt sich halt diese Treppe nach rechts und nach links. Wir haben die Ulysses an der Seite auch noch. Und halt auch nochmal sein Wikinger-Schiff, was glaube ich sogar die 10.000 Unterstützer bei Ideas erreicht hat. Letztens, wenn ich mich nicht richtig irre. Hier haben wir dann nochmal ein paar Zug-Mocks auf so einem kleinen Diorama immer. Erstmal natürlich der Untergrund, andererseits aber auch die Lokomotiven an sich. So macht man das richtig und nicht so wie ich. Schaut euch an, was das für Bautechniken sind. Und ich schätze mal, dass die Dinger sogar auch noch fahren können. Deshalb sind die Fernbedienungen wahrscheinlich auch noch da. Ja genau, das hinten seht ihr, das ist der Power Functions Receiver, der dann dort drin verbaut ist. Und da hinten haben wir dann auch noch mal eine weitere Dampflok, die dann quasi gerade fotografiert wird und hier an diesem Berg vorbeifährt. Das hier finde ich tatsächlich auch ganz cool. Da seht ihr schon, sind mehrere Wikinger-Schiffe plus dann auch noch so ein kleines Wikingerdorf am Berg. Ach, Wikinger fand ich damals schon immer cool, als es die Sets dazu gegeben hat. Hier aber mit diesen Brücken dann über die einzelnen Lücken nochmal sehr cool. Wir da haben da ein paar Zentauren, die da noch rumlaufen. So kleinere Stadthütten halt. Und hier dann auch nochmal, ich weiß nicht, da wird er wahrscheinlich gleich hingerichtet, so wie das aussieht. Und dann halt hier den Hauptteil, den Stadtkern würde ich mal vermuten, wo es dann noch hier den Weg an der Seite hochgeht. I like it. Hier haben wir nochmal ein paar historische Mocks. Da könnt ihr sehen, diese Bautechniken für dieses Dach, sehr, sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an Italien. Hier geht es weiter mit nochmal einem Turm, mit einem Weg vorne dran und halt nochmal zwei sehr schön gebauten Pflanzen im Hintergrund. Dann geht es hier zu so einem Inka-Tempel nach oben. Da haben wir dann verschiedene Soldaten, die hier gerade nach oben klettern über diese Treppe. Die ist auch immer so in so kleinen Abständen, ich schätze mal mit Jumper-Plates gebaut. Und hier haben wir auch nochmal das Logo von dieser Lego Masters Show und so ein kleines Waldstück, wo dann drei Soldaten gerade an Land gehen. Auch nochmal, das ist auch eine coole Bautechnik. Diese Teile, die gab es manchmal zum Beispiel bei dem Sarlacc auf Tatooine. Und hier wurden sie jetzt halt quasi als so dünne Baumstümpfe verwendet, um dann halt oben so ein dichtes Gestrüpp nochmal drauf zu bauen. Hier haben wir dann Tiger. Hier sehen wir auch nochmal, was alles möglich ist, wenn man Fans einen Drucker in die Hand gibt. Dann seht ihr, da sind dann hinten diese Backsteine sogar noch bedruckt. Ich schätze mal, dass es die Berliner Mauer hier gerade sein soll. Das sind alles Prints da drauf, das ist so cool. So wie dann hier ein Gefängnis für Unikitty, beziehungsweise schätze ich mal für jede einzelne Unikitty-Figur, die jemals herausgekommen ist. Hier oben haben wir die große Version, hier unten. Hier haben wir dann die Disco-Varianten. Und dann halt auch noch die anderen, ob da jetzt die von der San Diego Comic-Con dabei sind, ich schätze mal schon. Hier haben wir ein großes Mock von einer Lokomotive, das ist für mich persönlich schon ein bisschen zu groß, das fährt natürlich auch nicht auf den Standardschienen, aber man hat dann natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten für verschiedene Details, so wie dann hier vorne auch, ich weiß nicht, ob das Prints oder ob das Sticker sind, aber es sieht jedenfalls sehr cool aus, wie das dann da vorne so spitz zuläuft. Weiter geht es hier mit einem Office-Bereich quasi. Eine Traumwohnung könnte man schon was. Ah ja, okay, das will ich jetzt nicht mal weiter kommentieren hier. Da habt ihr halt hier unten eine Couch mit einer Gitarre, da hinten den Essensbereich mit der Küche. Die Küche ist leider sehr im Schatten, deshalb kann man da fast gar nichts mehr erkennen. Und dann hier oben den Schlafbereich mit auch noch dem Bad daneben. Und hier haben wir dann Zauberer, die sich da vorne an die Klippe gestellt haben und ein altes Ungetüm erwacht haben. Also seht ihr, sind dann die Fischer unten auf ihrem Boot drauf und werden jetzt gleich von diesem Kraken verschluckt. Das sieht sehr cool aus, wie das da herauskommt. Und ich mag das auch irgendwie, die Kombination aus diesen Krakenarmen und dann halt hier diesem kleinen Bergstück nochmal dran. Und wir haben auch noch so ein paar Gaffer, die dann da über den Zaun gucken. Und hier unten scheint wohl auch noch irgendwas drin zu sein. Da geht so eine kleine Treppe nochmal vorbei. Vermute mal, dass da dann ein komplettes Interieur nochmal verbaut ist. Hier haben wir dann auch nochmal einen Space-Bereich. Alles so im Microbuild gebaut quasi. Mit auch nochmal hier einer Monorailbahn angedeutet.
Und hier haben wir dann eine Entwicklung von verschiedenen Bussen. Ich schätze mal, dass das der modernste ist und dass der, oder das der erste, ich weiß es gar nicht so genau. Aber warum nicht? So wie dann hier drüben auch nochmal eine große Friends-Welt, eine Zusammenstellung aus verschiedenen Sets und Mogs. So wie dann hier drüben auch nochmal einem Custom-Baumhaus. Ihr wisst, das ist ja ein offizielles Set tatsächlich, nur halt mit solchen rosanen Blättern und rosanen Hütten oben drauf. Quasi modifiziert für diese Friends-Welt hier. Ach, und guck mal, Kletterpark, das habe ich damals auch mal gemacht. Da kann man so über die Bäume rüberklettern. Dann haben wir hier ein modernes Haus. Oh, das sieht auch cool aus. Da würde ich ja direkt einziehen hier, ehrlich gesagt. Eine Drohne schwebt da oben noch rum. Batman springt hier gerade vom Dach. Und auf der Rückseite haben wir dann halt nochmal den Pool. Plus dazu hier diese, ja, das verstehe ich sowieso nicht, diese Überdachungen. Da sind immer Lücken drin bei so modernen Häusern. Und hier vorne haben wir dann ein Urus auch noch vorm Haus stehen, warum einfach nicht. Hier haben wir nochmal eine kleine Stadt mit einem Apple Store vorne dran und einem gar nicht so kleinen Hochhaus. Ihr seht, wie hoch das hier dann noch geht. Da sind wir vorhin hier reingekommen, das sah schon ein wenig schräg aus. Ich hoffe, dass das alles überlebt und nicht einstürzt hier. Das wäre sehr, sehr unangenehm. Jedenfalls könnt ihr da auch teilweise nochmal die Räume im Interieur sehen. Ja, und ein Aufzug, der scheint sogar auch zu funktionieren, so wie das da aussieht. Ach, und oben ist noch Darth Vader's Meditation Chamber drin. Alles klar. Ja, und hier haben wir dann die Star Wars Figuren jeweils mit einem Motorrad ausgestattet. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie man auf so eine Idee kommt, irgendwie sieht es aber schon cool aus. Und natürlich Rey und hier Jyn Erso haben sich zusammengetan, die beiden Figures. Wie sollte das anders sein? Ja, und hier haben wir dann zum Beispiel nochmal eine Hebebühne für dieses Auto. Wir haben hier hinten auch mal einen Anhänger, wo ihr dann halt reingehen könnt. Das sind jetzt hier gerade von diesen Robotern erobert. So wie da nochmal ein VW Beetle Monster Truck. Also den müsst ihr euch vorstellen, das VW Beetle Set, welches es damals gegeben hat, das hatte halt noch Noppen auf der Motorhaube. Deshalb sieht er halt so noppig aus. Hier haben wir ein Fabuland Display mit verschiedenen Figuren und halt auch nochmal den älteren Sets. Hier drüben geht es dann auch nochmal weiter mit dem Fabuland Display. Hier dann, also das scheinen die Hütten zu sein, die damals in den Sets verbaut wurden. Hier sind die Hütten dann nochmal Brick-Build mit verschiedenen Steinen nachgebaut. Hier ist der VW Camper, der dann noch ein wenig erweitert wurde. Erstmal hier hinten auf 6 Räder, plus dann hier auch nochmal einen Anhänger, der hinten dran befestigt wird. Ich denke, das sollte ein Platz reichen. Und das GWP, welches es damals dazu gab, zu diesem Ding, das kommt hier dann sogar noch aus dem Kofferraum. Hier haben wir dann auch noch einen VW-Bus-LKW, warum nicht, mit diesen Technikfiguren, die es früher gegeben hat. Ein Helikopter auch noch als VW-Bus, sowie einen Abschlepper als VW-Bus und natürlich, was darf nicht fehlen, der Monster-Truck als VW-Bus darf auch nicht fehlen. Und diese Steine, die sollten euch bekannt vorkommen, wenn ihr schon mal im Lego-Haus gewesen seid. Das steht quasi direkt davor und das wurde jetzt auch nochmal nachgebaut. Hier haben wir dann nochmal verschiedene Mogs von Blade Runner, unter anderem diese Knarre da, sowie dann hier auch noch einen sehr coolen Bild mit einem Planeten vorne dran. Hier auch nochmal ein Motorrad, sowie dann hier oben auch nochmal solchen, das sieht auch komisch aus, schaut euch mal an. Das steht nur auf diesem einen transparenten Stein da drunten drunter, das ist ein Technikarm. Krass, ich hoffe dass auch, dass das jetzt hier nicht irgendwie umfällt. Auf jeden Fall nicht, solange ich davor stehe. Wow, und dann schaut euch mal hier diesen Bild für dieses Schiff an. Wie das auch noch hier unten in das Wasser eingelassen ist. Wie das der Bug dann hier vorne so leicht spitz zugeht. So wie dann hier oben. Ach, guck mal, das ist die Hedwig. Also das Schiff heißt Hedwig. Das Teil gab es ja in dem Hedwig-Set auch noch. Das sieht schon cool aus. Also wenn in dem Stil auch die Titanic ist, bei Kobe haben sie es ja einfach mit spitz zulaufenden Steinen gemacht. Ich schätze mal, bei Lego werden sie es dann mit diesen Hinges machen. Mal schauen, wie das Set dann wird. Hier haben wir dann auch nochmal so eine Opportunity Isle, also Möglichkeitsinsel. Wahrscheinlich wegen der Wahrsagerin hier oben drauf. Kanonen sind hier oben nochmal platziert. Wir haben hier so einen kleinen Felsvorsprung, wo dann der Turm auch noch oben drauf ist. So wie hier auch noch so einen kleinen Hafen. Dieser Hafen mit dem Start-Not-on-Top-Technik gefällt mir hier sehr, sehr gut, wie er abgeschlossen ist. Also das ist ein schönes, kompaktes Mock. Hier auch nochmal ein paar Trucks aus den 60er, 70er Jahren. Der eine Truck, der zieht einfach sogar eine Eisenbahn. Hier haben wir den Palast vom Duke of Luxemburg. Und da seht ihr auch, wie riesig dieses Ding hier einfach ist.
um die Fliesen als Dächer benutzt. Wir haben hier auch noch, oh guck mal, das sind tatsächlich solche Eier, die dann quasi als Spitzen hier verwendet werden. Lichtschwerter für die kleineren Spitzen. Und hier unten geht es dann weiter mit dem Eingang, diesen kleinen Zäunen auch noch unten dran. Wirklich ein sehr, sehr großes Mock. Ich versuche jetzt hier alles nochmal auf einen Shot drauf zu bekommen, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Hier geht es weiter mit nochmal weiteren Schiffen. In dem Fall jetzt hier mit einem Handtuch und halt solchen einzelnen Studs, die ausgelegt sind als den Untergrund quasi. Hier hinten könnt ihr das andere Schiff nochmal reinziehen lassen. Und das ist, ach, Minden, das kenne ich sogar. Wasserrettung haben wir hier. Das ist mal vom DLRG. Ja, da steht sogar dran, DLRG. Hier haben wir dann den Lego City Passagierzug, nur in etwas anders gedacht. Halt vorne mit einem größeren Triebwagen. Das sind jetzt hier auch insgesamt 7 Noppen in der Breite, die das Ding breit ist. Ich muss sagen, so in der, also eigentlich gefällt mir die Farbe von diesem City Set nicht. So in dem Maßstab sieht es aber dann doch ganz cool aus. Hier wird jetzt weiter nochmal mit einem anderen Zug direkt daneben. Ah, jetzt habe ich wieder Lust auf Züge. Wäre natürlich noch cool gewesen, wenn die irgendwo noch so einen riesigen Kreis gehabt hätten, wo die dann fahren könnten. Aber die Mocks, die jetzt kommen, sind auch ganz cool. Hier haben wir nochmal so einen Bild für einen Drachen, sowie hier auch nochmal ein paar Brickheads Mocks. Zum Beispiel haben wir hier oben nochmal diese Holzenten als Mock. Wir haben hier unten plus da unten nochmal Snoopy und 2 Baby Yodas auch nochmal. So einen ähnlichen Baby Yoda hat mir tatsächlich mal ein Zuschauer zugeschickt. Haben wir hier nochmal so einen Faschingsumzug mit Piraten hier hinten auf dem LKW. Wir haben da Friends, die Pferde hier da zum Anziehen motivieren müssen. Wir haben hier eine Unikitty-Bühne oder Friends-Bühne. Wir haben hier vorne nochmal die Technikfiguren, die dann quasi auf so einem Technikwagen durch die Gegend eiern. Bei Technik geht alles, da muss der Truck auch nicht so groß sein. Hier haben wir ein paar Hip-Hop-Androids und im Hintergrund seht ihr schon diese Burg. Ach, da freue ich mich gleich, die anzugucken. Aber diese Androids sind natürlich auch sehr cool gebaut. Ich mag den Übergang aus den Stoffteilen zu den Bricks. Hier geht es dann weiter mit so ein paar. Ach, schaut mal, das ist eine Tasse, die da hinten eingebaut wurde. Verschiedene Steine liegen dann hier noch so rum. Das sieht auch, ist auch eine kreative Idee, die Tasse so einzubauen. Hier ist nochmal so ein kleines Stellwerk. Und das ist dann ein sehr philosophisches Mock vom Leben. Da darf man gar nicht zu viel drüber nachdenken. Aber was ich ganz cool finde, ihr seht hier unten quasi einen Menschen, wie er erst geboren wird und dann halt immer älter wird. Und dann halt irgendwann zum Sensenmann kommt und im Hintergrund halt die Jahreszeiten hier erst dann Frühling, Sommer und dann geht es irgendwann in den Herbst und dann wieder in den Winter. Sehr philosophisch, aber auch cool gebaut. Seht hier wieder mit dem Weg der Start Not on Top Technik und diesen Übergängen zwischen den Booten mag ich auch sehr gerne. Hier haben wir dann den TIE Phantom Jäger. Ich glaube jetzt sogar das erste Star Wars Mock. Da sitzt dann Han Solo drin. Und Ron, nee, das ist nicht Ron, das ist eine weibliche Figur. Jedenfalls der Jäger an sich sieht auch sehr, sehr cool aus. Hier das alles mit Start Not on Top Technik gebaut. Plus dann darunter auch noch einem UCS Ständer. Und das hier, das habe ich gestern schon gesehen. Das ist natürlich einerseits sehr, sehr tragisch, weil das hier eine Überflutung ist. Aber auch sehr gut als Mock umgesetzt. Da könnt ihr sehen, auf den Dächern haben wir dann verschiedene Camps drauf, wo die Leute dann halt jetzt hier übernachten. Die eine hat sich ein Feuer im Kamin gemacht, aber wenn wir jetzt einfach mal hier runter gehen, dann finde ich, kommt die ganze Magie zum Vorschein. Ihr seht dann quasi hier diesen Wasserspiegel, der da angedeutet wurde. Das sind einfach TransClear Baseplates mit den einzelnen Bricks dann oben drüber und hier unten haben wir dann die Taucher, die dann hier in der Stadt durch die Gegend schwimmen und die Bäume quasi alles so im Übergang. Da seht ihr auch hier sehr schön den Übergang von den Häusern, von der Fassade, wie das dann halt quasi unter Wasser ist. Ich finde es richtig, richtig cool. Muss man sich halt nur hinknien, um das zu betrachten. Hier haben wir dann Lego Clickets. Das hatte meine Schwester sogar auch damals. Das waren solche komischen Dinger, mit denen man dann Armbänder und so weiter machen konnte. Und da gab es sogar Figuren. Und das ist halt jetzt hier größtenteils mit Clickets gebaut. Hier haben wir ein Barcelona-Pavillon. Auch nochmal mit riesigem Swimmingpool. Daneben würde ich auch nicht nein zu sagen. Hier haben wir einen Ferguson-Traktor und auch nochmal einen Fiat Abarth. Sowie auch nochmal ein Mock von einem Kirchturm oder generell Turm mit Fachwerk oben dran nochmal. Auch sehr, sehr hoch und auch noch mit einer Minifigur oben dran. Das hier würde ich mir als perfektes Set vorstellen. Kein Scherz, so zum Spielen. Vielleicht, ja gut, 300 € wären knapp dabei, aber
die Burg zum Aufklappen. Dann haben wir hier das Tor vorne dran. Dann könnt ihr hier drin alles bespielen, die einzelnen Räume. Ihr könnt hier Ritter an die Seite dran setzen, die mit ihrem Bogen das Ganze bewachen können. Die Burg sieht richtig, richtig gut aus. Und das Ganze passt auch relativ kompakt ins Regal, wenn man es zuklappt. Da habe ich mich gestern schon sehr drüber gefreut. Sowas als Set würde ich sofort kaufen. Hier haben wir dann Drachenzähmen leicht gemacht. Ich glaube, das sind die Kinder von den beiden Drachen. Ich habe leider irgendwann aufgehört, das weiter zu gucken. Hatte aber als Kind daran sehr viel Spaß. Wir haben hier einen Spider-Man-Comic-Mock, wo dann die große Figur nochmal rauskommt. Wir haben hier nochmal zwei kleinere Mocks. Also wir haben hier auch nochmal ein Mittelalter-Layout. Sieht so viel besser aus, wenn das mit dieser schwarzen Umrandung ist. Vielleicht muss ich diese schwarze Umrandung beim Hoth-Mock bei mir auch noch hinzufügen. Hier coole Bautechnik auch noch für das Dach vorne, so wie dann hier hinten auch der Bauernhof und wo es dann hier noch weitergeht mit den einzelnen Figuren. Und dann haben wir hier die große Burg. Was ist das für ein massives Ding? Auf der anderen Seite gibt es zwar noch eine Burg, die noch viel größer ist. Diese Burg ist halt auch vor allem cool für die Minifiguren. Ihr seht, hier haben wir Dinosaurier an der Seite. Wir haben hier dann nochmal Orks, die dann gegen andere Ritter ankämpfen, die auch noch hier über die Mauer rüber gucken. Hier vorne geht es dann weiter. Auch noch mit solchen, mit den anderen Orks aus verschiedenen anderen Serien. Die haben auch wieder hier mit den Dinosauriern gekämpft. Die Mauer haben sie gesprengt. Da stehen dann die Ritter und verteidigen das Ganze. Hat schon so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, obwohl es natürlich kein Herr der Ringe ist. Hier oben geht es nochmal mit so einem Drachen weiter. Und dann alleine der Burginnenhof. Ihr seht jetzt mehr als ich sehe, deshalb kann ich das nicht so gut beschreiben. Ich finde es aber sehr, sehr cool gelungen, gerade auch wenn ihr einfach mal von hier unten so auf diese Burg rauf guckt, schon sehr, sehr cool. Dann haben wir hier ein riesiges Mock, wo dann verschiedene Legionäre, wenn ihr euch einmal mal vorstellt, was das hier jetzt für ein Wert an Legionärs-Minifiguren ist, der hier gerade auf diesem Mock einfach so herumsteht, schon unglaublich. Hier vorne haben wir dann quasi die Küste und dann halt hier noch verschiedene Belagerer, die Legionäre jetzt angreifen werden. Und ein Ewok ist tatsächlich auch mit dabei. So muss das. Die Ewoks setzen sich für Gleichheit im Römischen Reich ein. Nee. Hier hinten haben wir auch nochmal so ein Katapult, welches dann nochmal von so Ochsen gezogen wird. So wie dann hier auch noch verschiedene Mocks von ein paar Hunden. Auch dieser Wolf, der jetzt hier am Schreien ist. Hier gibt es auch nochmal ein paar Mocks von Autos bzw. Fahrzeugen. Hier jetzt zum Beispiel ein Retro-Mock vom Batmobil, welches ja gerade erst herausgekommen ist. Da geht es dann hier auch noch mit so einem kleinen Tempelbereich. Hier auch cool, dass man auf die schwarzen Teile noch diese einzelnen Platten draufgelegt hat. Da sieht es dann nochmal so aus, als ob es da weitergehen würde. Beziehungsweise man hat einen schönen Übergang vom Schwarzen zum Mock an sich. Hier hinten, sehr cool, haben wir dann auch noch einmal Hogsmeade. Da habe ich mich jetzt gerade gewundert. Sollen das hier zwei Gleise sein? Oder ist es nur ein Gleis? Also für mich sieht das aus, dass es nur ein Gleis ist. Hier im Mock sind aber zwei Gleise. Da habe ich mich gestern auch mal mit Marcel drüber gewundert. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es besser wisst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt zwei Gleise hat oder nicht. Jedenfalls hier der Bahnhof von Hogsmeade. Plus dann halt auch noch der Hogwarts Express einmal als etwas größeres Mock umgesetzt. Und dann halt, ach guck mal, Newt Scamander ist sogar auch in Hogsmeade. Irgendwann muss er da auch mal hin. Plus eine Brücke hinten. Und dann auch noch die Kutschen mit den Teestrahlen. Und hier haben wir dann das The Door Mock. Ich schätze mal, das ist irgendwie christlich angelehnt. Jedenfalls haben wir da halt den Teufel, wie er Geld gibt den Menschen und alle, die das Geld haben, sterben. Und die anderen, die hier Jesus soll das sein, durchgehen, die bekommen dann einen weißen Anzug und sind dann hier im Paradies mit ganz viel Liebe. Und dann haben wir hier nochmal den Throne Room von Snoke. Sehr, sehr schön mit diesem roten Hintergrund hier integriert. Snoke natürlich hier ohne Arme und ohne Beine. Gerade aus der Position sieht es eigentlich noch ganz cool aus. Hier haben wir die Geschichte der Los Angeles City Hall. Die könnt ihr hier auch nochmal sehen, die sich dann nochmal quasi um sich selbst dreht. Hier auch nochmal ein paar Züge, die wirklich gut aussehen. Und auch noch einen riesigen Turm, wo dann oben die Superhelden drauf am Kämpfen sind. Hier ist dann die Reise nach Jerusalem. Da haben wir, okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Reise nach Jerusalem, das haben wir immer mit Stühlen früher in der Schule gespielt. Jedenfalls ist hier so ein Zug, der dann quasi immer im Kreis geht. Und dann halt hier die Krippe mit dem Kind drin und halt auch so ein paar Schafen. Und der Stern von Jerusalem. Nee, Stern von Bethlehem heißt er ja. Upsi. Hier haben wir auch nochmal eine
Bergbasis, auch so im Space-Ton angelehnt, mit auch noch so ein paar riesigen Fahrzeugen. Soll das die, ach, das ist sogar diese Rex Celsior von Rex aus dem Lego-Movie. Sowie hier auch noch ein Upgrade des Unimog U400. Gab es ja auch schon mal als Set, hier halt noch ein bisschen modifiziert. Ich schätze mal auch mit einer kompletten Motorisierung drin. Hier haben wir nochmal so ein modernes Space-Gebäude mit Anlehnung halt. Und auch nochmal, ach nee, das ist ein Bahnhof für eine Monorail. Okay, ich nehme alles zurück. Hier haben wir eine Windturbine nochmal, sowie dann ein Eiffel Room. Da seht ihr hier noch mit Mock drin, hinten noch eine riesigen Pick-a-Brick-Wand und hier auch noch einer riesigen Orgel. Das hat mich als Kind immer fasziniert mit diesen riesigen Orgelpfeifen, wo dann wo man halt einer da sitzt, da kann man es sogar sehen und da am Musik machen ist. So wie dann hier auch noch kleineren Mocks von verschiedenen Vögeln. Hier haben wir Multiverse of Madness mit Dr. Strange dann von Stormtroopern gejagt. Und hier habe ich jetzt kurz überlegt, dann kommt mir es aber doch bekannt vor. Ich schätze mal, das ist eine Ninjago City, nur ein bisschen modifiziert in so einem klassischen Mittelalter-Stil. Ich schätze mal, okay, vielleicht auch nicht, aber irgendwie erinnert es mich ein bisschen an die Form von der Ninjago City, auch mit diesem Turm oben dran und dem Kran, der hier vorne rauskommt. Das ist bei der richtigen halt ein Baum. Okay, vielleicht habe ich das auch nur vollkommen falsch interpretiert. Ist jedenfalls ein schönes Mock. Hier haben wir nochmal einen Fuchs quasi als Bild nachgebaut. Wir haben hier von Manfred Feichtel das Ghostbusters Headquarters, das zum neueren Film mit den Damen. Ja, ich fand den Film eigentlich ganz okay. Jetzt nicht so schlimm, wie immer alle gesagt haben. Hier haben wir nochmal diese Hans Christian Andersen Tales, das gab es ja auch mal als GWP. Hier jetzt halt nochmal ein bisschen weitergedacht und nochmal das Buch umgebaut. Wir haben hier eine Kirche, eine Holzkirche. Ich glaube, so eine ähnliche Kirche steht tatsächlich auch im Harz. Wahrscheinlich nicht ganz so groß wie diese hier. Da waren wir auch dann drin, als wir im Urlaub gewesen sind. Hier haben wir ein TIE Defender Mock. Gab es ja auch schon mal als Set hier, natürlich jetzt wesentlich schöner als Mock dargestellt. Sowie auch nochmal eine relativ große Batcave. Da haben wir Batman hinten drin, wir haben hier den Batwing nochmal oben dran. Sowas wollte ich früher auch immer haben, aber da haben bei mir die Steine nicht ausgereicht. Wer weiß, vielleicht kommt ja mal ein Mock ins Museum. Wir haben hier dann auch noch Arkham Asylum. Auch finde ich relativ ähnlich zu dem Arkham Asylum Set, welches es damals gegeben hat. So wie dann hier den Scania Timber Truck, also so ein Holztruck, der dann hier mit dem Arm verschiedene Holzbalken mitnehmen kann. So wie hier auch noch dann einmal eine Ölpumpe. Die stand bei uns in der Nachbarschaft, stand auch so eine Ölpumpe einfach im Nichts rum. Fand ich immer ganz lustig. Ich schätze mal, dass ich, genau, da seht ihr die Anschlüsse. Diese Ölpumpen, die scheinen sich auch dann zu bewegen. Im Hintergrund könnt ihr auch noch den Motor sehen. Hier seht ihr auch noch verschiedene Mosaike dann nochmal. Natürlich in vielen verschiedenen Formen. Ich muss sagen, die gefallen mir wesentlich besser als diese Lego-Mosaike. Gut, die Lego-Mosaike haben auch wesentlich weniger Teile, aber trotzdem. Oder auch dieses Mosaik, das hat einfach mal ganz stabil 85.000 Einzelteile. Also ich habe mich ja schon gedrückt, überhaupt ein Mosaik zu bauen, weil ich dafür zu faul bin. Aber bei diesem Mosaik, wie lange muss das denn gedauert haben? Das ist alles mit der Snot-Technik gebaut. Wahnsinn, was das auch alleine wiegen muss. Hier haben wir auch nochmal einen Ideas-Entwurf, so eine kleine Bühne. So wie dann hier, ich schätze mal, so eine Fabrik oder sowas in der Art soll das hier sein. Plus dann auch noch eine kleine Klippe mit einem Pferd, welches da gerade rüber reitet. Ihr müsst euch das natürlich weiter vorstellen. Ich schätze mal, die Brücke geht weiter. Ich denke nicht, dass sie so dumm sind und da runter reiten. Cool ist dann auch noch das hier. Ich schätze mal, Siedler von Catan. Genau, ob man das auch spielen kann? Ich weiß es ja nicht. Sieht aber nach einem coolen Mock aus. Ja, vielleicht kriegt Lego ja irgendwann mal so eine Lizenz von Siedler von Catan und bringt die Brettspiele wieder zurück. Wenn die Brettspiele dann auch noch so gut aussehen, könnte das vielleicht sogar klappen. Hier haben wir nochmal so zwei Hüttenbuilds. Wir haben hier nochmal eine Mühle sowie auch nochmal verschiedene Space Sets, die dann auch nochmal in einen modernen Zustand gebracht wurden. Und auch noch ein Custom Space Set, den Duck Tank.
Hier auch nochmal verschiedene Set-Modifikationen, sowie dann auch noch das Ghostbusters Ecto One, was halt dann das Dach verloren hat und eigentlich kein Ecto One mehr ist, so wirklich, halt quasi als so City Cruiser. Hatten wir auch im letzten Vlog tatsächlich entdeckt. Wir haben hier nochmal zwei Fiat 500 Modelle und hier endlich auch mal was von Star Wars. Eine Klone versus Droiden-Schlacht auf einem riesigen Untergrund. Ach so, schaut euch das an. Das ist von Star Wars Battlefront. Das ist genau das. Da kommen die vorne dann hier durch den Eingang und durch dieses große Hangartor durch. So wie hier hinten. Ja, die Klone da, die juckt das einfach gar nicht. Die sind da noch am Schnacken. Mega, mega cool. Deshalb sind da auch die Wookiee-Krieger als Spezialeinheit quasi. Und hier haben wir auch nochmal verschiedene Jedi Interceptor Mocs. Das sind nicht die originalen Sets. Die sind ein bisschen modifiziert und sehen auch ein bisschen cooler aus, muss man fairerweise sagen. Das ist dann der Expo 2010 Pavillon. Ich weiß gerade nicht, welcher Expo gemeint ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen die Größe der Minifiguren. Sowie auch nochmal ein paar weitere LKWs. Sowie auch noch eine LKW-Werkstatt, wo halt gerade hier der Motor ausgetauscht wird. Sowie dann hier einen fliegenden Orca. Okay, einen fliegenden Orca sowie einen Schmetterling-Elefanten. Plus da hinten auch noch Gitarren, die als Bäume modifiziert wurden. Okay, wahrscheinlich hat das Alternative Nature heißt das. Das ist aber schon eine sehr alternative Natur, wenn da jetzt Bäume aus Gitarren wachsen. So wie hier auch nochmal ein paar Futurama Brickheads Mocs und auch nochmal einen weiteren Truck sowie ein kleineres Schiff hier an der Ecke. Da haben wir jetzt hier verschiedene Todessternmodelle, wie ihr sehen könnt. Also es sind keine Todessterne mehr, es sind halt irgendwie bunte Todessterne. Todessterne mit verschiedenen Themen. Zum Beispiel haben wir hier eine Art City-Todesstern mit Ozean. Und dann ist hier quasi die Wasseroberfläche und darunter geht es dann weiter mit Fischen. Dann geht es hier unter mit Nachttieren und da unten dann mit den verborgenen Schätzen und den toten Seemännern. Wir haben hier einen Elfs-Todesstern nochmal. Wir haben hier einen riesigen Todesstern, der als Kutter umgebaut ist. Seht ihr da? Elbe 3 mit riesig hohen Masten. Wir haben da vorne einen Disney Princess Todesstern. Ein Star Wars Todesstern steht hier jetzt gerade nicht. Wie ironisch. Wir haben hier dann auch nochmal einen Ninjago Todesstern. Sehr cool hier oben mit diesem Center drauf. Da ist jetzt leider das Schild von Stefan drauf. Okay. Jetzt weiter hier unten mit Ninjago City und hier unten dann den unteren Ebenen von Ninjago City. Und hier unten könnt ihr sogar sehen, da ist noch so eine Technikkonstruktion drin, damit sich die Todessterne dann morgen auch drehen, wenn das Ganze hier dann offen ist. So wie hier auch noch einen riesigen Millennium Falcon. Das Ding ist wirklich sehr, sehr groß und alleine, wenn ich mir vorstelle, wie lange es dauert, den UCS Millennium Falcon mit knapp 8000 Teilen zu bauen. Dieses Ding hier wird wahrscheinlich Ewigkeiten gebraucht haben. Circa 75.000 Elemente. Stabil. Hier haben wir dann einen Duplo-Todesstern. Wir haben hier noch einen Herr-der-Ringe-Todesstern. Unten dann mit den Minen von Moria sehr passend. Mit dem Auenland hier oben dann noch die Verfolgung der Orks von den Hobbits. Wir haben hier drüben Galadriel, wie sie dann Pippin dort den Spiegel zeigt. Wir haben hier drüben nochmal die Rohan-Soldaten. Die Szene in Bruchtal, sowie dann hier oben auch noch das Auge von Sauron drauf. Ja, und das hier drüben ist dann ein besonderer Shop, der morgen eröffnen wird. Fallt nicht in Ohnmacht bei den Preisen, die hier stehen. Das ist alles in Kronen. Das heißt, man muss es vorher noch einmal umrechnen, damit man da die richtigen Preise hat. Das sind jetzt hier normale Sets, würde ich sagen. Das richtig Interessante ist dann hier drüben. Da seht ihr, da stehen noch solche alten Campervans rum. Die sind seit letztem Jahr EOL. Wir haben da hinten nochmal ein paar Mustangs und so weiter. Aber auch nochmal ein paar alte Minifiguren-Serien. Wir haben hier drüben so ein paar EOL-Batman-Sets und einfach noch das Pariser Restaurant. Das ist seit 2 Jahren EOL. Das wird hier morgen in den Verkauf gehen zu einem wirklich guten Preis. Genauso wie für 200 Euro für die Achterbahn, die dieses Jahr auch EOL gehen wird. Also ja, da sind wirklich schon mal ein paar schmackhafte Dinge dabei. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Halle wird hier morgen poppevoll sein mit irgendwelchen Avols, die genau das gleiche denken wie ich. Das heißt, das wird innerhalb von 2 Minuten weg sein. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine große GBC-Anlage. GBC steht für Great Ball Contraption. Und da wirft man dann vorne einen Ball rein. Hier könnt ihr, ja, da könnt ihr sogar einen Ball sehen hier. Dann wird das angeschmissen und dann bewegen sich diese Bälle quasi einmal hier rum um die komplette Plattform, weil sich alle Teile immer einzeln bewegen und kommen dann ganz hinten wieder an. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, bleiben sie irgendwo stecken, aber davon würde ich mal nicht ausgehen hier. Das ist schon sehr faszinierend anzugucken, weil halt in jedem Modul andere Bautechniken drin sind.
Weiter geht es dann hier drüben nochmal mit ein paar einzelnen Mocks. Ziemlich cool ist diese Art Hahnen-Cyborg oder was er hier genau ist. Sehr cooler Bild, auch schöne Verwendung für die Teile. Ich wüsste gar nicht, wo ich bei sowas anfangen soll. Ich bin vollkommen ehrlich. Was ich dann aber auch ganz cool finde, ist hier diese moderne Stadt. Das ist, denke ich mal, alles Kunst, was wir hier sehen. So würde ich mir nie selber ein Haus bauen. Aber was hier verwendet wurde, sind diese Videoboxen. Die kriegt man ja inzwischen hinterhergeschmissen. Dann kann man auch schon mal sowas Nettes daraus bauen. Und dann hier auch eine Stud-Not-on-Top-Technik. Straße, also quasi die Steine hingelegt, wie das Bob Brickman auch bei sich in der Stadt hat. Oh, schaut euch diese Fassade hier an für das Haus. Das will ich bei Bob auch in der Stadt irgendwann sehen. Vor allen Dingen diese Teile hätte ich nie gedacht, dass man damit ein Haus bauen kann, was gut aussieht. Respekt dafür. Weiter geht es dann hier drüben noch mit einem Lego-Haus-Mini-Build, sowie auch noch Aum. Okay, sieht auch sehr bombastisch aus. Und dann haben wir hier Steinstark 2012. Eine Nachbildung von einer Messe quasi. Da haben wir dann die verschiedenen, ich schätze mal, dass das die Mitglieder des Vereins sind und dann die halt die einzelnen Ausstellungsstücke. Oh, guck mal, Iron Man ist sogar damals auch auf der Messe gewesen. Ne? Das ist doch überzeugend. Dann würde ich da auch wieder hingehen. So, wie dann hier eine Nachbildung von Herkules. Ja, ich habe den Film mit Dwayne The Rock Johnson gesehen. Ich glaube, das war der. Der hatte da dann auch so ein Kostüm an. Sieht auch cool aus, quasi in dieser Minifiguren-Optik. So wie dann hier eine Art Hand mit zwei Lego-Steinen oben drauf, die da so rauswachsen. Sieht auch cool aus. Ich würde vielleicht, also gut, vielleicht soll es der Optik dienen, aber ich würde vielleicht noch ein paar Teils halt drauf. Okay, was sage ich? Ich würde die Hand so nie hinbekommen. Also ich höre auf, irgendwelche Tipps oder Verbesserungsvorschläge zu geben. Dann haben wir hier eine Kapelle. Auch sehr cool hier mit diesen Umrissen quasi. Sieht aus wie bei Minecraft, wenn die Chunks nicht richtig rendern. Wir haben dann hier so ein kleines Boot, was dahin fährt, einen Steg und dann halt diese Kapelle. Sehr schön als Oktagon. Ich glaube, 8 Ecken müsste das ja insgesamt haben gebaut. Und auch hier diese Umrandung mit der Insel oder diesem Schilf da. Sehr, sehr cool. Dann geht es hier weiter vorne mit so einem Burgtor. Die Bautechnik hier für den Schotter auch. Sehr, sehr schön hier das ganze Gras, was da noch dran ist. Wahrscheinlich hier irgendwas Abgestorbenes oder sowas in der Art. Und dann geht es da hoch. Und da haben wir dann oben nochmal zwei Minifiguren drauf. Auch hier wieder mit Stud-Not-on-Top-Technik gebaut. Dieser Holzbereich auf den beiden Türmen drauf. Dann haben wir hier Pictures jetzt. Oh, okay, ich darf Bilder machen. Sehr schön, ich werde es nicht anfassen. Da haben wir quasi einen Ritterzug, der dann hier von Robin Hood oder halt solchen Belagerern, Plünderern überfallen wird. Auch hier muss ich sagen, die Technik für die Nadelbäume gefällt mir echt sehr, sehr gut. Auch die Story an sich finde ich ganz cool, dass sie den Baum drauf werfen. Oben mit der Eule dann auch noch. Das ist natürlich die perfekte Benutzung für diese Hedwig-Eule. Dann haben wir hier nochmal einen Truck, der dann quasi auch noch entladen werden kann über dieses Förderband in der Mitte drin. Ah ja, da geht es dann raus. Ach, guck mal, das kann man sogar dann komplett entladen. Da ist nochmal so eine Kette drin quasi. Hier haben wir dann auch noch die Nationalbank Dänemarks. Ja, könnte fast schon so im Architecture-Stil durchgehen. Ich glaube, da kann man cool arbeiten. Also es sieht nach einem sehr schönen Bürogebäude aus. Hier drüben wird dann ein Haus abgerissen. Von Peter Kammer wurde das gebaut, okay. Und da fahren ein paar Bagger herum. Wir haben hier nochmal Space neu gedacht, schätze ich mal. Das sieht nicht nach den originalen Space Sets aus. Coole Bautechniken. Dann hier das nächste Schiff nochmal. So wie dann hier auch noch ein Wizard House. Er sieht so ein bisschen aus. Also er hat dieses Haarteil. Nee, das ist nicht das von Radagast. Aber sieht ein bisschen sehr ähnlich zu Radagast aus. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Was auch daran liegen könnte, dass er halt hier diese Hütte hat. Und diese Hütte auch sehr ähnlich zu der von Radagast aussieht. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie das hier so schräg gebaut ist. Mann, Mann, Mann. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Techniken. Auch hier, schaut euch den Sumpf an. Das sind diese sandfarbenen grünen Teile da. Beim Hogwarts, das ich früher hatte, wurde es genauso verbaut. Dann haben wir hier nochmal ein Hogwarts. Ach ne, Mann, jetzt. Dann haben wir hier nochmal ein Arkham Asylum. Also ich würde sagen, die Ultra-Version von dem Arkham Asylum, welches es früher schon mal als Set gegeben hat. Hier dann nochmal mit dem Wachturm Killer Croc, der hier gerade ausbricht. Ach nee, das ist Bane als Big Fig quasi nochmal.
ein Schweizer Mystery Castle quasi mit einem Vampirmobil nochmal vorne vor. Warum nicht? Hier haben wir nochmal verschiedene interessante Bautechniken, zum Beispiel das dann auch zu einem Ball geformt. Dort hinten könnt ihr noch so einen riesen Ball sehen, zu dem kommen wir dann gleich noch. So wie das habe ich vorhin schon gesehen, das hat mir echt gut gefallen. Immer als Kind der Klassiker, wer hat es nicht gekannt? Man kommt da vorne rein, dann sind da die ganzen Tische, wo man die Eltern abstellt und dann geht es hier in so einen riesen Spielepark drin. Das ist quasi so eine große Halle. Also wenn ihr das nicht in eurer Kindheit gemacht habt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Oder ach so, hier kommt man, kann man sogar reinfilmen. Da seht ihr, dann ist dieses riesige Ding, wo man dann hochklettert. Da hatte ich immer Angst vor, dass ich dann oben runterfalle. Ein paar Mal habe ich es aber sogar geschafft, da hochzuklettern. Wir haben da hinten so einen kleinen Kletterpark. Dann hier hinten diese riesen Kletterzentrale, wo man da durchgehen kann. Da innen drin sind so Ballschießteile nochmal irgendwo. Hier geht es dann weiter mit noch so einem Essensbereich für die Eltern. Ein riesen Piratenschiff haben wir da hinten noch drin und das Ganze halt mit Klemmbausteinen umgesetzt. Mega cool. Also da fühle ich mich wirklich in die Kindheit zurückversetzt. Hier kommen wahrscheinlich noch, okay, das ist ein interessantes Mock, hier kommen wahrscheinlich noch mal mehr hin. Wir haben hier dann auch noch mal verschiedene weitere Figuren, wichtige Charaktere, die man halt kennen sollte. Das Tabaluga, das habe ich damals auch immer geguckt, die Sendung. Weiter geht es dann hier mit mit verschiedenen Harry Potter Charakteren. Dumbledore, sehr ähnlich zu den Brickheads, finde ich. Aber der Dobby ist ja der Hammer. Mega cool. Dann hier noch ein paar Disney Charaktere, sowie hinten noch einmal den Geldspeicher von Dagobert Duck. Wir haben da hinten Schlumpfine, sowie Papa Schlumpf noch. Ach man, die liebt mein Vater. Und viele, viele weitere. Ach, Highlight hier, Asterix. Das als Ideaset. Ich würde es sofort kaufen. Oder gerne auch von Alternativherstellern, wenn die Lizenz von Asterix bekommen. War meine Kindheit. Miraculix, wie er hier in so einer Todesstern- oder nee, Planetenunterkugel einen Trank braut. Dann noch ein paar Legionäre dort hinten. Wir haben Shaun das Schaf. Ihr seht wahrscheinlich noch mehr Charaktere als ich jetzt gerade. Ich laufe hier einfach mal so durch. Alle jetzt einzeln. Ach, Lucky Luke. Jetzt hätte er nur noch hier so einen Schatten haben müssen. Also er hat ja natürlich einen Schatten, aber so einen Brickbuild-Schatten, das wäre der Wahnsinn gewesen. Dann E.T. haben wir da hinten nochmal, Gremlins, sowie dann hier auch nochmal den pinken Panther. Und eine Visitenkarte kann man sich sogar auch noch... Das Meme vom Anfang des Jahres. Ach, herrlich. Dann haben wir hier nochmal eine große Hütte. Elsas Hütte soll das wohl sein. Kombiniert mit einem Café, kombiniert mit Duplo-Figuren. Sowas wäre mein Traum gewesen. Gemeinsam mit meiner Schwester zusammen mit Duplo spielen. Obwohl, haben wir teilweise sogar manchmal gemacht. Das finde ich ist Integrität. Ach, ich sag mal, ich weiß nicht, wie man das sagt. Jedenfalls finde ich das sehr cool, dass man damit quasi zusammenspielen kann. Wir haben hier noch zwei Autos. Ich glaube, ein Alternativbild vom Bugatti soll das sein. Wir haben hier nochmal, das erkennt man fast gar nicht, dass es Steine sind, aber das ist hier so ein... So, nächster Tag. Jetzt musste ich gestern schnell abbrechen, weil hier die Halle geschlossen haben. Hier haben wir einmal so einen Treasure Hunter. Schaut euch mal an, wie hier diese Taschen da an der Schulter gebaut sind und diese Pistole gebaut ist. Es sind solche Minifigurenbeine, die dafür verwendet wurden. Ziemlich cool. Cool ist dann auch hier diese große Kugel. Die sieht vielleicht jetzt erstmal etwas weird aus. Das Ding ist aber, es gehen dann hier manchmal die Lichter aus und wenn das Ganze dann im Dunkeln zu sehen ist, dann geht's richtig ab. Dann sieht das Teil richtig, richtig cool aus und ist, glaube ich, das coolste Mock oder eins der coolsten Mocks mit Beleuchtung. Und da unten seht ihr sogar den Mechanismus, wie das Ganze dann motorisiert ist, hier an der Seite mit den Rädern. Hier haben wir nochmal ein paar Lokomotiven. Auch die, finde ich, sehen sehr, sehr cool aus. Ich bin jetzt eher so der Dampflokomotiven-Typ. Hier drüben haben wir dann nochmal, ich schätze mal, das ist Angry Birds. Habe ich damals auch gespielt. Genau, das sind dann die Angry Birds und das sind diese Piggies. Der hat hier auch den Schnauzer, ich glaube, das ist der König. Nee, das ist der König. Das ist irgendein anderer Schnauzer mit so Croissants gebaut. Blumenbeet, wesentlich einfacher zu pflegen als jetzt ein echtes Blumenbeet. Muss man nur einmal Geld für ausgeben, muss man nie wieder gießen. Dann hier sehr schön auch diese Blätter hier gebaut mit halt immer einer runden Platte und dann wieder einer etwas längeren Platte. Sowie ein Adventskranz und auch nochmal eine Sonnenblume im Topf. Britische Krone oder The Crown.
genau, in so einer Vitrine eingesperrt und dann noch so eine kleine Schatztruhe an der Seite. Ich glaube, das sind dann 3D gedruckte Diamanten, die wir dort haben. So wie dann hier auch nochmal weitere VW Bulli Mox sowie nochmal ein Feuerwehrvan. Und hier steht tatsächlich nochmal ein anderes Siedler von Catan, hier dann sogar mit den Karten nochmal. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gespielt, aber ich könnte euch jetzt nicht mehr sagen, was die Regeln davon sind. Mal schauen, muss ich mal wieder spielen vielleicht. Hier drüben, na, Steckdose braucht man auch immer. So, wenn hier so ein kleines Blockhaus, von einem, ich schätze mal, 9 Jahre alten Menschen gebaut. Und guck mal, da kann man sogar transparent oben ins Dach reingucken. So, wie dann hier ein Museum. Da haben wir dann nochmal verschiedene Ausstellungsstücke, ein paar Skelette. So wie man sich halt ein langweiliges Museum vorstellt. Ein cooles Museum ist was anderes. Und dann, nein, es war ein Scherz. Und dann hier ein Gorilla im Wald auch nochmal. Großer Baum, wo dann diese verschiedenen Messesteine ausgestellt sind. Also wenn man an einer Messe teilnimmt, dann bekommt man so einen Stein. Und ja, das ist halt eine Möglichkeit, das auszustellen. So wie auch noch ein weiteres Ideas-Projekt hier. Hier haben wir nochmal einen Mock, das ist jetzt leider nicht in Betrieb. Jedenfalls ist das ganz cool, dieser Zug, der fährt genau von dort hinten bis hier nach vorne, bleibt dann stehen und dreht dann wieder um. Das ist halt eine modifizierte, diese Fernbedienung, die es halt gibt, die ist halt etwas modifiziert, damit das genau so von den Abständen her passt. Und hier unten haben wir dann halt noch ein riesiges Mock. Das Ganze fährt dann hier über so eine relativ hohe Brücke. Da hinten kommt noch ein Tunnel raus. Verschiedene Blockhäuser haben wir hier unten. Wir haben Jar Jar, wie er hier mit dem Kajak durch die Gegend fährt. Ich bezweifle, dass er einen Kajak braucht, aber naja gut, warum nicht? Wir haben einen Café und was ganz cool ist, da seht ihr, als Fliesen sind da solche Briefmarken verwendet. Das finde ich schon sehr, sehr cool und die Lokomotive sieht tatsächlich auch gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir dann das Classic Space Logo, das ist quasi dieser Planet hier, der kann sich dann auch noch drehen, wenn der Strom halt angeschlossen ist. So wie dann hier der große BMW-Turm in München, bin ich tatsächlich auch schon mal dran vorbeigelaufen. Das Logo ist hier echt cool gebaut und der Rest von Struktur natürlich auch. Ich stelle es mir allerdings nicht so spannend vor, jetzt hier so einen riesen BMW-Turm zu bauen, weil man halt erstmal diese ganzen Ebenen halt doppelt baut, plus die 4 runden Elemente natürlich auch nochmal doppelt baut. Aber mal schauen, irgendwann will ich da auch mal rein. Wir haben hier dann auch noch den Coca-Cola-Truck, schätze ich mal, dass es das sein soll. Da ist dann so eine Mini-Landschaft nochmal drin ausgestellt. Dann haben wir hier auch noch ein schönes Schneebild. Gefällt mir fast noch besser als bei mir auf Hoth, muss ich sagen. Und der Truck fährt dann hier über so eine Art Erde oder sowas. Und auch noch hier so eine Oberleitung, beziehungsweise Stromleitung ist es dann eher. Da auch nochmal ein Print auf diesen Backsteinen. Wir haben hier nochmal kleinere Busse, sowie dann einen Monster Truck, der da oben drauf ist. Ich vermute mal, dass der sogar auch fahren kann tatsächlich. Und hier dann auch noch ein Mock aus Star Wars The Mandalorian Staffel 1. Das ist quasi die Szene, wo sie dann bei den Villagern sind und dann von den Raidern angegriffen werden mit dem AT-ST-Raider. Die kommen da auch alle aus dem Wald noch raus. Da vorne seht ihr Mando und Cara Dune. Das ist schon ganz cool. Auch dieser Vorhang, finde ich, macht das nochmal etwas deutlicher, dass die Szene halt eigentlich in der Nacht spielt. So wie hier drüben dann noch einmal eine Burg. Da haben wir dann hier den König, wie er mit seiner Kutsche da durch die Gegend reitet. Hier vorne wird wieder gerade ein Haus gebaut. Und hier auch nochmal eine andere Hütte. Die Lokomotiven haben wir gerade schon gesehen. Hier haben wir nochmal weitere Lokomotiven. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Schade, dass man sowas nicht mehr als Set bekommt. Wobei das wahrscheinlich hier auch ein wesentlich höheres Level ist, als das, was es in den Standard-Sets gibt. Ich würde auch sogar sagen, dass die Modelle hier nochmal besser gebaut sind als jetzt der Emerald Knight. Aber gut, das ist natürlich nur sehr subjektiv. Boah, und hier, wie cool ist das? Wir haben hier so eine Art Sumpf in so einem Kreis und dann hier der Fels, der doch so da rauskommt als Grundfläche und dann halt diese Hütte. Mann, oh Mann, was sind das hier für verrückte Bautechniken für diese Hütte? Allein diese Schräge vom Dach, dann hier oben, dass es so ein bisschen angeschrägt ist. Wir haben hier vorne nochmal so einen Kran, der da runter geht. Das sind die Droidenarme tatsächlich, die da als Wurzeln quasi aus dem Haus herausgucken. Und dann hier unten die Minifiguren.
die da irgendwelche Aufgaben gerade auch haben. Wir haben hier noch so eine Vogelscheuche. Ach, guck mal, die Vogelscheuche, die hat die Arme einfach falsch herum in diese Löcher für den Oberkörper gesteckt. Warum nicht? Hier haben wir dann nochmal solche Sonnenblumen. Wir haben hier drüben halt nochmal diesen giftigen Sumpf. Ich vermute mal, dass der giftig ist. Der hat schon die Beine verloren da. Und dann nochmal so eine eingestürzte Brücke. Also, puh, da kann man wirklich lange gucken bei diesem Mock, was die Bautechniken angeht. Hier haben wir dann auch nochmal einen modularen Strand, wie ihr sehen könnt. Und dann hier nochmal den Angelladen, verschiedene Mocks nochmal eingebaut. Hier vorne dann die Straße, das alte Haunted House, das neue Haunted House, beziehungsweise die Haunted Mansion. Ich glaube, das sind sogar zwei nebeneinander, halt dann oben noch mit dem Fallturm dran. Wir haben die Schule von Hiddenside hier nochmal eingebaut, sowie dann ein Harry Potter Museum. Könnt ihr schon sehen anhand des Farbtons, das sind einige Hogwarts-Sets, die hierfür dann draufgegangen sind. Schade, dass man das Interieur nicht angucken kann. Ein Jurassic World House haben wir hier. Wir haben nochmal einen kleinen LKW auf der Straße, der gerade vom Dino gefressen wird. Okay. Und nochmal einen Lego-Shop auf mehreren Etagen. Das wäre bestimmt der größte Lego-Shop, den es so gibt, wenn der wirklich eröffnet wäre. Dann haben wir hier nochmal eine Fantribüne vom Fußballstadion. Stellt euch mal vor, dass man würde das zu Ende bauen in dem Maßstab. Das wäre ja verrückt. Dann haben wir hier auch noch einen großen Scania-LKW, der hier gerade irgendwie so ein Metallstück oder sowas transportiert. Sehr cool sieht das hier natürlich auch mit den Chromelementen aus. So könnte das sein, wenn es wieder Chromelemente geben würde. Finde ich, wäre kein Problem, die wieder einzuführen. Klar, die halten nicht so gut, aber solche Modelle sind ja auch nicht zum Spielen gemacht. Wir haben hier nochmal einen weiteren LKW, Schmitz Cargo, wohl die Firma kenne ich sogar. Und hier unten dann natürlich auch wieder motorisiert, kann man direkt sehen. So wie dann hier auch nochmal einen Zug, den haben wir gestern auch noch in Action gesehen. Habe ich auch noch ein Video für aufgenommen. Da haben wir verschiedene Szenen aus Harry Potter drauf, die dann hier quasi nachgestellt werden. Zum Beispiel auch das Trimagische Turnier dort. Und dann haben wir hier auch nochmal solche Schilder. Da seht ihr The Book of Boba Fett. Wir haben The Mandalorian, auch mit dem Mandalorian dort vorne im A drin, wie es halt auch wirklich ist. Wir haben Star Wars, wir haben Muse und Fool oder Tool. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir haben einen QR-Code, könnt ihr scannen, wenn es euch interessiert. Wir haben das Haus von Jack Skellington und das gibt mir echt Angst hier, dass es gleich einstürzt, weil es hier so dünn dort unten drauf steht. Angst, dass es gleich einstürzt, gibt mir auch diese Nebulon B-Fregatte hier. Ich habe schon im Vlog gesagt, so eine kommt vielleicht bei uns auch noch ins Museum. Da freue ich mich ja schon so ein wenig drauf. Das ist aber auch ein krasses Modell, wie es hier zusammengebaut ist. Alleine die Bautechnik, dass es überhaupt so stabil ist. Hier haben wir dann Cars designed by Lego Dutt, also quasi so eine große Garage für die Autos. Ferrari ist da hinten drin. Was ist das? Ich glaube, das soll ein Audi sein. Und dann hier vorne auch nochmal ein weiteres Auto. Sieht aus wie ein Alternativbild vom Fiat 500. Und hier nochmal eine kleine Straße mit relativ großem Bürgersteig. Und auch noch so ein Fest hier an der Seite. Hier geht es dann weiter mit einem riesigen Fußballstadion. Sowie dann auch noch einer kleinen Straße, die hier noch davor ist. Wir haben hier verschiedene kleine Restaurants. Und dort hinten nochmal so ein paar Teilnahmebestätigungen. Und hier dann halt das Stadion an sich. Gucken wir mal eben, welches Stadion das ist. Da seht ihr, das ist das Parken-Stadion. Also wahrscheinlich irgendwas aus Dänemark. Das allein aber hier. Schaut euch mal an, wie viele Figuren hier dann drin sitzen. Wie viele Tribünen hier gebaut wurden. Auch das muss relativ lange dauern. Hier sitzen auch Star Wars-Figuren drin. Da unten sitzen auch noch Ninjago-Figuren. Da unten sitzt ein ganzer Rebellenblock. Da oben ist nochmal Spider-Man. Warum nicht? Wenn man seine Figuren damit halt schön ausstellen kann. Und hier unten dann auch noch einmal das komplette Fußballfeld nachgebaut. Alles mit Fliesen und Start-on-Top-Technik gleichzeitig. Und hier dann halt die verschiedenen Teams. Okay, jetzt sind irgendwie vier Teams auf dem Feld. Vielleicht spielen die anderen Fußball in Dänemark, das weiß ich ja nicht. Und hier dann von außen auch nochmal die Fassade, so wie, ich schätze mal, das ist die unterste Etage vom Lego-Haus hier unten, wo man dann halt verschiedene Vitrinen nochmal hat, wo die ganzen einzelnen Sets ausgestellt sind. Hier noch ein Grundriss von Billund in 1954, sowie auch nochmal Lego History. Solche alten Sets sind hier halt nochmal ausgestellt. So sahen die Straßenplatten
damals aus. Das war noch eine ganz andere Zeit. Und dort hinten haben wir dann auch mal einmal hier einen Space Shuttle Start. Aber das hier stellt das Ganze dann auch mal in den Schatten. Ein Lucre Hulk. Das ist ein riesiges Droiden-Kommandoschiff. Und ihr seht, wie riesig das hier ist. Und vor allem, wie beeindruckend das ist, dass es hier überhaupt so steht. Ihr seht, dieser Kreis, der steht hier auf so ein paar dünnen Pfosten. Gut, das sind jetzt Technik-Liftarme, das ist nicht so wackelig, aber trotzdem. Mann, oh Mann, jetzt fehlen hier nur noch so ein paar Microbuilds von so ein paar Droiden, Vulture-Fightern und dann halt noch so ein paar Naboo-Fightern. Dann wäre das Ding, glaube ich, perfekt. Als UCS-Set könnte ich es mir auch vorstellen, aber es gibt auch noch ein paar andere Sets, die ich mir eher wünschen würde als jetzt dieses Lucre Hulk. Dann haben wir hier nochmal Future Polis, also so eine Art Turm. Der hat hier unten so ein bisschen Wasseruntergrund, steht quasi auf so einer Insel. Und dann geht es halt hier hoch, dort oben der Bus. Ah, das ist wahrscheinlich ein fliegender Bus. So wie dann halt die Innenräume. Da kann man jetzt leider nicht so viel sehen, was wir dort noch drin haben. Hier drüben haben wir dann einen großen Minifiguren-Build von einem Stormtrooper. Da kann man jetzt streiten, ob das eher der neue Stormtrooper-Mold ist oder eher der alte Stormtrooper-Mold. Ich schätze mal, er hat den alten Stormtrooper-Mold gemeint. Und dann hier noch der imperiale Hangar, auch noch schön mit so einem Sternenhintergrund dann hier in den Eingang geklebt quasi. Dort geht es dann noch so schräg weiter. Ach, cool. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und guck mal, die Bautechnik mit den Pfeilen, die wollte ich tatsächlich auch bei mir machen. Kein Witz. So in der Art hatte ich das auch geplant. Gefällt mir aber wirklich, wirklich gut. Aber ich habe mich gestern schon die ganze Zeit gefragt, wer sind die mit dem lilanen Kopf? Ich weiß es nicht. Und natürlich leider, das neue Imperial Shuttle von Lego hat natürlich keine Eingangsluke. Das ist nicht so ganz so cool. Deshalb sieht es halt so aus, als ob das Shuttle da einfach nur so steht. Hier haben wir dann von Starbricks auch noch das TR Project. Also das sind hier die First Order Trooper, die dann hier auf diesem Speeder drauf sitzen. Den gab es ja auch von Lego. Ganz cool finde ich ist, dass das sich dann so nach oben klappt und dann der Jet Trooper nach oben fliegt und quasi, naja, etwas schneller ist als der andere und schon mal die Leute von der Luft aus angreifen kann. Aber auch wie das gebaut ist, die Figuren hier an der Seite, das ist auch schon eine sehr, sehr coole Technik. Ich glaube, das gibt es sogar als Fertigset. Genauso wie dann hier das K-Project. Das ist dann quasi K2SO. Hier an der Seite auch noch mit imperialen Logo drauf, unten mit der Figur als UCS-Version. Da bleiben einige UCS-Sets noch hinterher, meiner Meinung nach. Und das hier ist dann nochmal ein Drache in Blau. Den hatten wir vorhin auch schon in Grün gesehen. Denn hier vorne ist auch nochmal ein großes Tatooine-Mock mit der Razor Crest vorne dran. Wir haben hier dann auch noch die Mos Eisley Cantina. Ich mag diese runde Kugelstruktur. Die finde ich, hätte Lego auch machen sollen. Bei Lego ist es halt alles noch so ein bisschen kleiner. Ja, so eine Kugel haben wir dann da oben drauf. Da könnt ihr auch sehen, wer da alles gerade so drin ist. Wir haben da hinten noch, ich glaube, das ist dieser Quantum. Okay, das ist nicht das Ding von Ant-Man, das ist halt ein anderes Star Wars-Fahrzeug. Ich mag diese Angewinkeltheit von den Gebäuden auch ganz gerne. Hier vorne haben wir noch Bantas. Die sehen tatsächlich auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben da noch ein paar Tusken Raider. Wir haben hier drüben alle möglichen Figuren, die ihr halt so aus Star Wars kennt. Und dann da drüben sogar auch noch so eine Art Hangar. Wir haben den Skyhopper hier oben nochmal drin. Vielleicht sitzt da gerade Luke Skywalker. Hier unten nochmal ein paar Jawas, die sich dann hier über den Schrott hermachen. Dieses Eingangstor. Und dann hier halt Mando mit einem anderen Mandalorianer, wie sie hier gerade die Razor Crest beladen. Falls ihr euch fragt, nein, das ist nicht das Razor Crest Set. Das ist wesentlich größer alles hier. Jetzt frage ich mich nur, wo Grogu ist. Den hätte ich ja hier vorne ins Cockpit gepackt mit seiner kleinen Kugel. Und hier drüben dann auch nochmal so ein kleiner Transporter mit ein paar Stormtroopern noch drin. Hier haben wir nochmal verschiedene Modulargebäude. Da könnt ihr hier die Vorbilder sehen. Und dann hier die Nachbauten aus Klemmbaustein. Da haben wir die ganzen Fahrzeuge, die hier noch durchfahren. Und auch wirklich schöne Bautechniken. Schaut euch allein mal hier diesen Bogen an, der hier mit diesen einzelnen Teilen gebaut ist. Das hier nennt sich dann Project The Plan. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Plan damit gemeint ist. Jedenfalls haben wir hier halt so eine kleine Wohnsiedlung mit so einem Park hier an der Seite, einem Spielplatz für Kinder. Sieht so aus, ja, könnte nicht sein. Okay, die Schaukel sah so ein bisschen so aus, als ob sie motorisiert ist. Ich glaube aber nicht, dass sie motorisiert ist. Wir haben hier nochmal verschiedene Feuerwehrwagen. Wir haben hier drüben die Häuser mit auch noch einer kleinen, mit so einem kleinen Bauteil nochmal davor.
Wir haben hier den Green Grocer in einer anderen Farbe. Dort hinten wird gerade nochmal ein Haus abgerissen. Da sind die Leute, die Bauarbeiter, gerade am Essen und haben sich mit dem Kran hochgehoben, damit sie ihre Ruhe haben. So wie dann hier drüben auch nochmal ein Mock von Stefan Sander, Transforming for Classic Space. Da haben wir auch nochmal zwei Space-Schiffe, so wie da hinten dann auch noch ein Eingang in den Berg. Und das ist das Rathaus von Delft aus den Niederlanden. Auch hier, wie vorhin auch schon bei diesem Palast, sehr, sehr schöne Bautechniken hier für die Fassade. Das sind, glaube ich, solche Fliesen, die dann hintereinander gehängt sind und auch noch diese Vorhänge, die man quasi zuklappen kann, damit da kein Licht reinkommt. Hier oben dann das Dach, da seht ihr auch noch, ach, das gefällt mir, wenn dann diese Fenster immer so versetzt sind. Wäre natürlich cool gewesen, noch ein Vergleichsbild zu haben, damit man weiß, wie das richtige Gebäude aussieht, wenn man jetzt noch nicht dort in den Niederlanden gewesen ist. Hier haben wir nochmal eine weitere Stadt. Dort fährt dann hier oben erstmal so eine Eisenbahn auf so erhöhten Schienen lang. Und hier unten ein kleiner Park ist da drin. Wir haben hier einen Fluss, der sich da durchzieht. Ziemlich cool, dass er das alles höher gesetzt hat und den Fluss dann so ein bisschen erniedrigt hat, damit er quasi da so seinen Weg durchfindet. Das mag ich ganz gerne. Und da drüben steht dann auch noch ein kleiner Turm. Wir haben da hinten ein Luftschiff, welches mit verschiedenen Star Wars Planeten gebaut ist. Hier haben wir dann auch nochmal den Brick Valley. Da sehen wir verschiedene Fahrzeuge, Mock-Fahrzeuge wohl bemerkt. Cool finde ich vor allem hier die Bautechnik für die Haare, wenn das Fahrzeug quasi fährt, dass dann die Haare von der Dame nach hinten wehen. Hier haben wir nochmal ein weiteres Museum. Cool hier auch mit dem roten Teppich, der dann nach oben führt und diesen einzelnen Löwen, die dann aus der Fassade heraus gucken. Die sind tatsächlich fertig gebaut, also es ist gar nicht so schwer, die zu integrieren. Man muss sie halt nur haben. Dann haben wir hier The World in Color sowie nochmal ein Polizeiwagen. Hier haben wir eine nochmal so eine Blumenvase. Also der Blumenstrauß, der ist tatsächlich auch neu, aber die Blumenvase finde ich ganz interessant. In dem Set mit den Blumen ist ja keine Vase mit dabei. Das heißt, man muss sie entweder aus Glas nehmen oder so halt aus anderen Teilen zusammenbauen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja eine Idee. Hier haben wir dann nochmal ein Lamborghini Centenario. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Lamborghini auch Trecker baut, aber scheinbar tun sie das. Und so wie der Motor hier aussieht, passt es auch zu Lamborghini. Da kann man auch noch das Vorbild mal sehen. Das finde ich ja schon cool. Hier haben wir dann das Warm House. Da könnt ihr sehen, das scheinbar gibt es das wirklich. Da drehen sich die einzelnen Module, in denen man dann wohnen kann. Das sieht ja so verrückt aus. Ich glaube, da wird mir schlecht werden, wenn ich da drin wohnen würde. Aber ich schätze mal, dass man die Module hier auch drehen kann. Da werde ich jetzt natürlich nicht anfassen. Ach, hier oben, guck mal an. Das ist die Fliese von dem Millennium Falcon, die ja so als Spitze verwendet wurde. Hier haben wir dann, ach, von Futurama ist das. So wie dann hier auch nochmal ein Chevrolet Cabrio und auch nochmal ein Bauzug sowie ein Formel 1 Porsche. RSR F1. Das soll, glaube ich, dieses Jahr auch noch als Set erscheinen. So, und jetzt kommen wir hier zu diesem Mock. Und das ist, also das ist, glaube ich, das größte, oder eins der größten auf jeden Fall hier. Aber da gibt es so viel zu gucken. Das ist hier von Peter Lou Ritterburg. Kombiniert dann hier unten mit so einem Piratenwrack nochmal drin. Wir haben hier oben Captain Hook, der das Ganze versucht zu steuern. Hier werden die Haie an Land geholt und dann ausgeschlachtet. Wir haben hier eine große Brücke, die dann hier in diese Festung reinführt. Okay, das ist doch eine Piratenfestung, könnt ihr sehen. Da ist so ein Fallgatter. Schaut euch alleine mal an, wie filigran hier diese Mauern gebaut sind. Ich kann nicht mehr. Was ist das denn? Wie genial ist das bitte? Weiter geht es dann hier mit dem Treehouse. Das sind zwei von den Sets übereinander kombiniert und ein bisschen modifiziert, schätze ich mal. Da hängen dann auch ein paar Beeren drin. Okay, ein paar Beeren, lecker. Wir haben dann hier unten noch mal ein paar weitere Piraten. So eine Venus-Fliegenfalle, die da ein Pferd gefressen hat. Wir haben hier noch eine kleine Brücke, die dann zu den Baumhäusern führt. Hier die Blauröcke, die dann noch ankommen. Hier oben noch mal zwei Spitzen drauf. Und dort oben geht es dann halt noch mit der Burg an sich. Da kann ich leider gar nicht reingucken, da könnt ihr mit der Kamera reingucken. Und innen haben wir auch noch etwas Beleuchtung, zum Beispiel in dem Wasserfall drin. Oder dort unten auch noch solche Höhlen, die dann nochmal drunter sind. Die können wir uns tatsächlich auch noch angucken. Gehen wir hier rum, seht ihr nochmal ein bisschen mehr Wasser. Sehr cool auch hier gemacht. Einfach hellere Teile hier verwendet und dunklere Teile hier drunter, um noch so ein bisschen Tiefe zu symbolisieren. Hier kommen die
kommen die Mäuse aus der Höhle heraus. Da geht's, seht ihr auch nochmal die kleine Treppe, die dann hier nach unten führt. Gucken wir uns erstmal hier nochmal den Innenhof der Burg an. Da sind nochmal ein paar Piraten. Da geht's weiter mit den filigranen Bautechniken. Wir haben hier oben nochmal Pflanzen, die quasi aus dem Berg rauskommen. Und hier oben dann halt auch nochmal die Spitze, wo dann auch nochmal ein paar Skorpione zu sehen sind. Cool ist auch dieser Lastenaufzug, der geht dann hier irgendwo, verschwindet dann hier irgendwo und geht dann bis komplett nach oben auf diesen Turm drauf. Oben auf dem Turm ist bestimmt eine Star Wars Figur oder irgendein Easter Egg. Das kann ich aber leider nicht sehen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber was wir sehen können, ist hier unten dieser kleine Höhlenbereich. Da seht ihr, gibt es dann eine Treppe nach unten. Marge Simpson wird ja auch zur Arbeit gezwungen. Und hier drüben, ja, geht es halt nochmal weiter. Macht mir ein bisschen Angst, dass das alles hier nur auf so dünnen Pfosten da unten steht. Eieiei, da muss ich schnell weggehen, bevor ich da irgendwie gegenkomme und irgendwas passiert. So, das war's soweit mit dieser Messe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Mock-Contest wird nächste Woche natürlich auch noch kommen. Allerdings habe ich das jetzt nicht geschafft, hier auf der Hütte das alles aufzunehmen. Da ist es oft auch ein bisschen unruhig. Deshalb denke ich, dass dieses Mock-Video natürlich auch euch gefallen haben könnte. Hier findet ihr noch weitere Mocks, 2 Stunden Mock-Contest. Da werden auch noch mal einige Stunden folgen. Bis dahin und ciao, ciao.